Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Fallout 2. Ja, wir sind im Sierra Armee Depot, haben hier die Türme alle ausgeschaltet und sind jetzt dabei, hier mal zu gucken, was denn so los ist. So, testen wir mal. Hier sind auf jeden Fall Kraftfelder. Was haben wir da? Kennwortpapier. Ein gefalteter Zettel, auf dem das Wort Tschaikowski steht. Nehmen wir mal mit. Ist verschlossen. Kriegen wir das so auf? Mal gucken. Jo, kriegen wir auf. Sehr gut. So, wir müssen mal die Waffe wegpacken. Das nervt hier, dass er die immer wieder raus und einsteckt und rausholt. So, was haben wir da? Wir haben eine Evakuierungs-Holodisk. Können wir mal gucken, ob wir die verwenden können. Okay. Pip-Boy zeigt an, Datenträger werden von Datenträger geladen. Müssen wir mal gucken. Archiv. Nee, Status. Sierra Depot Evakuierungsbefehl. So, 9. Juni 2077, dringliche Rundschreiben. Nachricht an die gesamte Mannschaft, die Evakuierung des Sierra Armee Depots wurde um eine Woche vorverlegt. Die Installation der Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen muss bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Der gesamte Trupp muss sich aufgrund der geänderten Befehle mit den Abteilungsleitern in Verbindung setzen und geänderte Anordnungen umgeänderte Anordnungen entgegenzunehmen. Während dieser Zeit gelten strikte Sicherheitsvorkehrungen. Kennmarken müssen ständig getragen werden auf Anweisung von General Clifton. Ja, hier haben wir noch die NKR-Geschichts-Holodisk. Die können wir vielleicht auch nochmal lesen. Wir sind hier. Warum schließt du dich nicht uns an? Wir sind hier. Warum schließt du dich uns nicht an? Vor uns liegt eine herrliche Zukunft und sie könnte dir gehören, wenn du dich der neuen kalifornischen Republik anschließt. Aber was willst du wissen? Wie groß ist die NKR? Die NKR wurde vor 80 Jahren gegründet und umfasst heute die Staaten Shady, Los Angeles, Maxon, Hub und Dayglow. Circa 700.000 Bürger sind stolz, Einwohner der NKR zu sein. Wofür steht die NKR? Die neue kalifornische Republik will den Menschen im Westen Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit bringen. Die hochkarätigen Polizeikräfte der NKR fahren regelmäßig Patrouillen und nehmen alle Räuber, Kannibalen, Sklavenhändler und gesetzeslosen Mutanten innerhalb der Landesgrenzen fest. Die Armee der NKR schützt die Grenzen mutig gegen Einfälle von außen. Zur Sicherstellung von Gerechtigkeit und Freiheit haben alle Bürger Zugang zu den Gerichtshöfen der NKR sowie das Recht, einen Repräsentanten ihrer Wahl zu bestimmen, der sie im Kongress vertritt. Um mit Präsidentin Tandy zu sprechen, ein sicheres Volk ist ein starkes Volk. Wer hat hier das Sagen? Die NKR unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von dem, was du gewohnt bist. Es gibt hier keinen Häuptling oder Mafia-Boss, Könige oder Diktatoren. Unsere Anführer werden vom Volk gewählt. Genau jeder Staat hat das Recht, Repräsentanten zum Kongress zu entsenden. Diese Repräsentanten wählen den Präsidenten und der Vizepräsident, der dem Rat vorsteht. Der Rat wiederum leitet den Präsidenten in seinen Entscheidungen. Seit 10 Amtsperioden wurde Präsidentin Tandy einstimmig vom Rat gewählt, da ihre Weisheit und politische Weitsicht weithin respektiert werden. Klingt ja toll, wie trete ich der NKR bei? Alle gesetzestreuen und friedliebenden Leute, seien es Menschen oder Mutanten, können Bürger der NKR werden. Jetzt musst du nur in die NKR ziehen und einen Einwanderungsantrag vorlegen. Nach dem Bürgertraining und der Bearbeitung deines Antrags wirst du über deinen neuen Status als BA-Bürgerschaftsanwärter unterrichtet. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur vollwertigen Bürgerschaft. Natürlich kann die NKR nicht alle aufnehmen. Sklavenhändler, unreformierte Mutanten als Gangster bekannte Personen und sonstige nicht erwünschte brauchen mich sich gar nicht erst zu bewerben. Was ist, wenn meine ganze Stadt beitreten will? Je nach Lage deiner Stadt akzeptiert die NKR Annektierungsanträge von Dörfern, Städten, Stützpunkten, Stadtstaaten und sogar kleineren Königreichen. Sobald der Antrag angenommen ist, gewährt die NKR deiner Stadt den Territorialstatus. Sobald die benötigte Polizei- und Armeepräsenz vor Ort gesichert ist
und Banditen oder andere Gesetzeslose in die Schranken verwiesen worden sind. Kann sich dein Dorf um die volle Staatszugehörigkeit der NKR bewerben? So einfach ist das. Also denk dran, wir sind hier, also warum? Erstellt durch das Beratungsgremium für Öffentlichkeitsarbeit der neuen Kalifornischen Republik. Ja, und so weiter und so fort. Gut, Leute, wir wollen hier natürlich mal weiter gucken. So, was können wir hier machen? Hauptstromversorgung nicht verfügbar, Reservestromversorgung gleich verfügbar, Sicherheitsprogramm wird neu initialisiert, Warnung, Stromversorgung unzureichend, Kraftfelder bei 50%, Ladevorgang abgeschlossen, Skynet-Sicherheitskontrollpunkt 1, bitte Kennwort eingeben. Ja, Tschaikowski, Zugriff genehmigt, Kraftfelder Ebene 1 deaktiviert. Okay, das ist schon mal gut, jetzt kommen wir hier weiter. Wir speichern trotzdem gerade mal. Man weiß ja nicht, was einen hier erwartet. Fangen wir mal hier unten an. Da sind auf jeden Fall einige Schließfächer. So, einer von uns hat üble Schmerzen. Müssen wir gleich mal gucken, wer das ist. So, Stimpak, Super Stimpak. Und Medikamente. Ja, endlich kann man mal ein bisschen was plündern hier. In den Städten war ja meistens nicht so viel zu holen. Gelbes Speichermodul. Und Dixons Auge. Da haben wir nochmal eine medizinische Holodisk. So, Pip-Boy zeigt an. Datenträger. Okay, medizinisches Protokoll. 5. Juli 2077. Sierra Armee Depot, Krankenstube, behandelnder Arzt Dr. Solomon, Patient Obergefreiter Dixon. Ja, Unfallbericht Nummer 8332-523D. Der Patient versuchte im Lagerraum eine Angriffsmine scharf zu machen, als Bestandteil der Evakuierungsmaßnahmen des Sierra Armee Depots. Die Mine explodierte vorzeitig und verletzte Obergefreiten Dixon und General Clifton schwer. Obergefreiter Dixon erlitt schwere Fleischwunden an Händen, Brust und im Gesichtbereich. Die rechte Hand wurde vollständig abgetrennt und wir haben sie bisher nicht wiederfinden können. Schwere Eintrittswunden in der Brust und im Gesichtsbereich erforderten ausgiebige Eingriffe. 32 Minensplitter wurden insgesamt entfernt. Das rechte Auge war irreparabel geschädigt. Per Operation wurde das rechte Auge des obergefreiten Dixon entfernt. Wir hoffen jetzt, das geschädigte, aber noch lebende Auge in ein neues experimentelles Biogel betten zu können, wo es sich eventuell selbst wieder regeneriert. Hoffentlich können wir das Auge zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsetzen. Dieses experimentelle Biogel wirkt stimulierend auf das Wachstum lebender Zellen. Es ist jedoch bedauerlich, dass wir dieses neue Gel unter derartigen Umständen testen müssen. Ja, so viel dazu. Was haben wir denn hier? Ah, das Biogel, alles klar. Eine Flasche Biogel, das in der Biomedizin eingesetzt wird. Ein kleines Glas, in dem ein menschliches Auge in einer Flüssigkeit schwimmt. Auf dem Etikett steht Obergefreiter Dixon. Ja, achso, was ich noch nachgucken wollte hier. Ein schreibgeschütztes Computerspeichermodul mit medizinischen Informationen. Auf diesem Modul wird die Methode zur Steigerung der Intelligenz beschrieben. So, gucken wir uns hier noch um, da ist nichts. So, da ist schon ein Fahrstuhl, den lassen wir mal erstmal links liegen. Wir wollen natürlich hier erstmal weiter gucken. Hier ist ein Trainingsraum. Okay, ich glaube, hier ist nichts zu holen. Feuerlöscher. Oh, da oben sind sehr viele Spinde noch. Ja, ist alles ziemlich verlassen. Sieht zumindest so aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Pistolen und Patronen. Zwei Granaten. Munition. Ein Gewehr. Noch mehr Munition. Und eine Ausrüstung. Ja, cool. Müssen wir mal mit ihm schnacken hier. Was hast du denn für eine an gerade? Du hast schon eine Kampfrüstung. Dann Cassidy. Ja, Markus, der Mutant, kann leider keine tragen.
So, und ihm können wir dann nochmal ein Stimpack geben. Hat er scheinbar schon genutzt. So, Kampfkontrolle. Nutze deine beste Waffe bitte. Und da ist jetzt die Kampfrüstung. Sehr gut. Ja, ich nehme mal die andere Waffe weg. Nicht, dass er wieder darauf wechselt. Auf seine 10mm Pistole. Die ist natürlich jetzt gar nicht gut. So, dann nehmen wir das erstmal. Oh, da ist auch noch irgendwie ein Fahrstuhl. Scheint verschlossen zu sein. Müssen wir mal gucken, ob wir das aufkriegen. Ja, kriegen wir auf. Sehr gut. So, wir speichern aber lieber nochmal. Wo geht's denn hier hin? 1, 2, 3 und 4. Okay, wir bleiben auf 1. Gucken uns hier nochmal um. Netzhautscanner. Du kriegst diese Türen nicht auf. Sie können anscheinend nur von einer anderen Stelle aus geöffnet werden. Natürlich. So, 1, 2, 3. Gut, hier wird 2, also 3 Stockwerke. Okay. Das Problem hier an der Sache ist, wir können durch diese Felder laufen, dann kriegen wir aber Schaden. Also gehen wir wieder runter und nehmen lieber den anderen Fahrstuhl. Der kommt nämlich an einer Stelle raus, wo wir kein Kraftfeld unbedingt über uns haben. Und mit dem kommen wir sogar noch in die vierte Etage. Okay, automatische Reparaturstationen, Reparaturaufträge von Skynet werden bearbeitet, Reparatureinheiten werden zugeteilt. Versuche zur Abschaltung der Reparaturstation. Der Trick besteht offensichtlich darin, das Wort off einzugeben. Das automatische Reparatursystem ist abgeschaltet. Okay, das ist hier die Sicherheitsroboter. Wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier nicht unbedingt rausgehen. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir speichern nochmal. Ich hoffe nicht, dass die feindlich sind und uns angreifen. Okay, du schaffst es nicht, das Schloss zu öffnen. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, die sind nicht feindlich, sehr gut. Ja, Leute, eine wahre Goldgrube hier. Ach du Schreck. Ja, nehmen wir vielleicht nur mal die Raketen mit. Schwierig. Die können wir mal mitnehmen. Ey, cool, ein Plasmagewehr. Und da haben wir schon das erste Problem. Okay, 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 okay. Was willst du? Was wir wollen tauschen. Na komm. So, ja, geben wir dir auch ruhig die Raketen erstmal, sind immerhin auch 6 Kilo. Und dann geben wir dir diese ganze Munition noch. Ja, ich glaube, er kann nämlich keine Rüstung tragen, das war das Problem. Wir können es ja jetzt mal ausprobieren, jetzt haben wir ihm eine gegeben. Kampfkontrolle und, ja, nutze mal deine beste Waffe hier, das Kleingeschütz. Nicht mit den Granaten rumhantieren. So, ja, dann lesen wir hier nochmal ein paar Zeitschriften. Das wiegt ja auch alles ein bisschen was. Obwohl, jetzt haben wir eigentlich 40 Kilo schon wieder übrig. Aber die 5 Pistolen können wir auch nochmal ablegen. So, da erfahren wir nichts Neues. Okay, die Pistolen, die geben wir dann mal an Cassidy.
Meinetwegen auch die beiden Granaten. Die Tasche kannst du auch haben. Munition. Ja, 38 Kilo. Sind wir schon wieder leichter. Das ist eine richtig dicke Wumme. So sieht sie aus. Ja, werden wir erstmal verwenden. Wir haben ja Energiewaffen auch schon ein bisschen geskillt. Dann gucken wir mal, wie wir damit klarkommen. 10 Schlagstöcke brauchen wir natürlich nicht. So, hier gibt es wieder einiges an Munition. Da müssen wir mal gucken, was wir mitnehmen, was wir da lassen. Raketen ist auf jeden Fall nicht schlecht für so einen Raketenwerfer. Ganz klar. Und hier haben wir noch sämtliche Kisten mit weiteren Waffen wahrscheinlich drin. Ja, die würde ich noch ganz gerne mitnehmen. Müssen wir mal gucken, dass wir die Sulik geben vielleicht. Oh, du hast ja kaum noch Stimpaks. Schon alle aufgebraucht, wa? So, bitteschön. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. So, und hier sind noch Munitionskisten mit Granaten drin. Ja, wenn wir gleich wieder voll sind, geben wir die weiter. Also ein wahres Schlaraffenland hier. Okay, wir sind wieder voll. Was willst du? Wir wollen dir mal ein paar Waffen rüberreichen. Ich weiß nicht, ob er gut ist mit Granaten. Wir geben ihm trotzdem mal welche. So, 47 Kilo. Sollte er eigentlich tragen können. Muss er ordentlich was aushalten können hier. Der ist groß und stark. Fünf Granaten. Und dreimal Plastiksprengstoff. Da haben wir noch eine Kiste mit 100 Munition. Okay, das war's. Ja, wie gesagt, ich hoffe, Kiste, die wurde getroffen. Warum auch immer. Und von was auch immer. Vielleicht sollten wir wirklich die Leute gerade noch mal ein bisschen heilen hier. Hey, bleib doch hier. Wo lauft ihr denn? Nein, nicht dadurch, Kiste, die. Ach Leute, könnt ihr mir das mal erklären? Wo haben wir gespeichert? Hier haben wir gespeichert. Was war das denn jetzt gerade? Ist das zu fassen? Ich weiß ja nicht. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Warte hier mal, bis ich zurück bin. Lass du wollen. Du auch. Aussehen. Was willst du? Und du auch. Ja, tut mir leid. Also jetzt müssen wir hier nochmal gucken, dass wir uns Platz schaffen. Was willst du? Willst du mich jetzt wieder haben? Ja, wir wollen dich wieder haben. Wir wollen aber auch nur kurz mit dir tauschen. Dir ein paar Sachen hier in die Hand drücken. Ich bleib einfach hier. Genau, warte hier. Ja, Leute, nützt nichts. Müssen wir nochmal machen. Nochmal die ganzen Truhen öffnen. Ach, die Pistolen hätte ich ja auch schon mal abgeben können. Naja. Ja, Schlagstöcke brauchen wir nicht. So, Raketen, Raketen. Können wir schon nicht mehr tragen. Okay, da müssen wir zurück.
Ja, wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass die Türen hier automatisch schließen. Dass Cassidy einfach gedacht hat, ich gehe einen anderen Weg. So, wir können auch so tauschen. Okay, dann nimmst du die mal erstmal. Ach, jetzt geben wir ihm hier. Machen wir das Ganze mit Geld. Okay, wir müssen doch erst ihn wieder in die Gruppe aufnehmen. Was willst du? Ich weiß halt nicht, ob die Sachen dann nachher irgendwie verschwinden oder so, wenn wir das so jetzt ertauschen. So, bitteschön. Kannst du alles haben. Und hier natürlich auch nochmal die Waffen. 43 Kilo. Puh. Dann meinetwegen hier auch das Brecheisen noch. Ich bleib einfach hier. Genau, warte mal. Und wir plündern nochmal schnell den Rest. Können wir leider nicht tragen. Ah. Okay, okay, okay. Wir kriegen schon hin. Ja, das, was eben so viel Zeit gekostet hat, machen wir dann jetzt nochmal. Alles nur wegen Cassidy. Sind auch schon wieder 57 Kilo gewesen hier. So, dann verwenden wir die Hefte noch. Ja, ich weiß, Pistolen, Patronen bringen uns nichts mehr hier, Kugeln und Kanonen. Wir verwenden es jetzt trotzdem. Wir brauchen eh kein Geld oder sowas. Davon haben wir genug. So, Cassidy, bleib am besten hier stehen. Ganzen Sprengstoffe. Kein Wunder, dass wir das überhaupt alles mitkriegen. Aber gut, dass wir da im Vorfeld schon ja aufgeräumt haben. Gut, Leute, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes noch machen, würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. In der nächsten Folge werden wir uns hier die restliche Anlage noch angucken. Ja, ich hoffe wirklich, dass uns hier keine Roboter angreifen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Bis dahin.